Was ist spirituell sein für dich? Das beschäftigt mich zurzeit, weil es da so viel Missverständnisse gibt, so viele verschiedene Ansichten, Begriffe. Vor allem wird das alles immer mit so Esoterik und nicht geerdet sein in Verbindung gebracht. Als ob jemand, der vielleicht gern mal eine Kerze anzündet in seinem Zimmer, gleich esoterisch ist. Was heißt Esoterik? Was ist spirituelles Gedöns? Was ist das? Hast du dir da mal Gedanken darüber gemacht? Gestern habe ich einen Blog darüber geschrieben. Du findest das auf meiner Webseite, wenn du das lesen möchtest, weil ich das so schade finde, dass dieser Begriff Spiritualität, spirituell sein, so einen komischen Beigeschmack hat. Dabei, also für mich ist das was total Geerdetes und ich bin, wenn ich mich als spirituelles Wesen bezeichne, vollkommen mit der Erde verbunden und vollkommen mit dem Himmel über mir verbunden, also mit der Schöpfung verbunden. Und da gibt es letztlich kein Oben und Unten oder wie oben, so unten, so kannst du das auch nennen. Spiritualität. Esoterik ist ja ein Begriff aus der Antike, das weißt du vielleicht, und hat was zu tun mit Informationen, die einfach nur einem geheimen Kreis zugänglich war, einem inneren Kreis. Das ist ja schon lange nicht mehr so. Jedenfalls nicht bei den verantwortungsvollen spirituellen Lehrerinnen und Lehrern, die ich kenne oder mit denen ich in Kontakt bin, die einfach wissen, wie wichtig es ist, dass du nur, wenn du tief geerdet bist, auch, sagen wir mal, hochfliegen kannst. So nenne ich das immer. Und wenn du meditierst, bist du verbunden mit dir selbst, mit der Erde, mit der Schöpfung, mit dem Universum, mit deinen Engeln, wie immer du das alles nennen möchtest. Verbundenheit ist das A und O für Spiritualität, und zwar hier und jetzt, im Leben, im realen Leben. Ich stehe hier gerade in den Isarauen, du hörst auch Stimmen rundherum, die Menschen sind im Fluss. Sie liegen in der Isar, freuen sich über den Sonnentag. Alles, was du machst, ist spirituell, wenn du es mit der Absicht machst, in Verbindung zu sein mit deinem Kern, mit deiner Essenz, mit Himmel und Erde, mit deiner innersten Freude, mit deiner Seelen- und Herzensfreude. Mir macht es gerade Freude, dir das so ein bisschen hier zu erzählen, wie ich das sehe. Und so ist dieses Video heute hier ganz spontan im Freien entstanden. Und ich hoffe, es geht dir gut und du genießt die Sommertage auf deine Weise. Sei verbunden mit dir, dann bist du auch verbunden mit denen, die dir nahestehen. Strahle aus, was du bist, was du geben kannst. Du bekommst eine ganze Menge zurück. Atme. Und nimm einen kleinen Energiedownload, den ich dir jetzt gebe. Atme.
Hab es gut.